طلع البدر علينا بثنيات. Mein Joystick. Mein Joystick ist kaputt. Ich kann nicht mehr. Mein Joystick ist kaputt. Glaubt ihr, sowas passiert nicht? Glaubt ihr nicht, dass Menschen rumflennen wie kleine Kinder wegen einem Joystick? Glaubt ihr das nicht? Wie viele Menschen weinen rum, aber weinen wirklich, weinen aber richtig wegen solchen unnützigen Sachen? Während der andere Bruder sein Kind in Syrien hält und sagt, mein Sohn, mein Sohn, und er sieht, wie sein Sohn gerade am Sterben ist. Sein Sohn verlässt ihn, er verlässt diese Welt. Sein Sohn kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Ich glaube, er hat mehr Anrecht, traurig zu sein, als jemand, der seinen Joystick verliert. Natürlich möchte sicherlich keiner von uns, dass einfach mal sein Handy kaputt geht. Ja, man hat Kontakte drauf, okay, man hat vielleicht Backup gemacht, aber trotzdem. Jetzt wieder zum Reparateur und so, okay, alles cool. Ich habe von meinem Handy schon 4-5 Mal das Bildschirm gewechselt. Passiert? Passiert? Alhamdulillah. Aber sicherlich kann sich keiner von uns das vorstellen, der es nicht erlebt hat, wenn man unter Bombenhagel seinen Sohn in die Hand nimmt. Und man mit seinem Sohn spricht und dieser Sohn einem verlässt. Sein einziger, geliebter Sohn einem in seinen eigenen Händen verlässt. Möge Allah unsere Geschwister standhaft machen. Allahumma amin. Möge Allah mich und euch standhaft machen. Allahumma amin. Und abonniert den Kanal für mehr, euer Bruder Ghassan von der Islam verbindet. Ich liebe euch für Allah. Assalamu alaikum. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.